Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Superliminal, heute hier am 2. Advent. Ich hoffe, ihr seid gut in die Adventszeit gestartet. Ich so mittelmäßig, muss ich zugeben. Aber vielleicht wird sich das ja heute ändern, dank des heutigen Superliminal oder der heutigen Superliminal Experience. Ich habe noch nicht ganz gewusst, wie ich den Satz beende, als ich ihn angefangen habe. So, wir schauen jetzt. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Oh, das sind wir. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Was? Okay. Achtung, Achtung Würfel oder was? Ja, wobei, in dem Spiel würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas weird wäre. Okay, man kann nichts von den Paketen hier aufheben. Hier ist so viel dunkel, hier gibt es sicher irgendwas, wo ich gerade nicht weiß, was. Aber hier ist wieder so eine Wand, wo man nichts durchbringen kann. Okay, hier geht's weiter und hier müssen wir erstmal finden. Curators only. Oh, sind wir jetzt in einem Museum? Also in einem wirklichen Museum? Was? Ist das Deutsch oder Englisch? Bedgradings? Bedradings? Schema ist doch... Schaltschema ist Deutsch. Wiring Diagram. Skim Electronic. Was? Bin ich gerade dumm? Bedradings. Ist das so? Ist das in Elektrikerkreisen Bedradings-Schema? Alter Schwede, das tut fast weh in den Augen. Perception is reality. Oh, your friendly doctor. Oh, das ist dieser... Fuck, hier. Dr. Glenn Pierce. Genau, den wir gehört haben. Die Uhrzeit stimmt nicht, die von der auf dem Wecker überein, der immer piept. Ah, hier ist ein Würfel. Okay, also Achtung, Würfel ist wörtlich genommen. Okay, Private. Ah, glaube ich ja eher nicht. Aber das ist wieder festgemacht, die Schweine. Ah, okay, das kann ich nicht nehmen. Wir nehmen dich mal mit. Ich wollte gerade schon sagen, du kannst dich hier aber hart soft locken. Du kannst dich hier aber hart leicht soft locken. Außer, wenn ich hier durchgehe... Oh, hier ist wieder ein Feueralarm. Ne, wenn ich hier durchgehe, resettet der Würfel nicht. Dann... Oh, Feuermeldeexperte. Löse genügend Feueralarme aus. Ich werde es trotzdem weitermachen. Ja, noch ein bisschen. Ja. So. Wie gesagt, die nehmen wir trotzdem mit. Oh, hä? Oh, da sind Äpfel drauf. Sieht man im Licht. Ich dachte, es wären Punkte. Ich habe die kleinen Stielchen gar nicht gesehen. Oh. Oh, es ist sogar gedacht, dass man den mitnimmt. Da ist doch garantiert ein Secret drin, oder? Vor allen Dingen, das ist circa so hoch wie das. Das geht sicher, oder? Der ist halbiert! Holy shit, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, dann geht das sogar relativ sicher, was ich gerade vorhatte. Und zwar folgendermaßen, wir machen den ganz groß. Oh, reicht das dann? I don't know. Probieren wir mal. So, jetzt schöne Treppe bauen. Und hoch, und hoch, und hoch. Ah! Oh! Oh.
Dahinter ist irgendwas. Kommt man da irgendwie hoch? Also drauf? Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, was uns gerade wirklich aufhält, ist der Fakt, dass man den Würfel nicht größer machen kann wegen der Tiefe des Würfels und nicht wegen der Breite. Ne? Ja, fast. Ja, ich glaube, jetzt kommt man nämlich hoch. Ich will wissen, ob das klappt. Selbst wenn es nicht klappt. Ha? Ha? Kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Secret hier ist? Von der Seite kann ich es verschieben? Nein. Da liegt was auf der Leiter. Bin ich jetzt hier stuck? Oder kann ich von da aus? Okay, ich kann mir den Würfel hier reinholen. Zumindest den einen Teil. Es ist die Frage, ob das reicht. Ich glaube ja nicht, weil hier ist nicht hoch genug. Hier ist halt sehr dunkel. Ich sehe nicht, ob hier was ist. Ich kann das aber nicht breaken oder was, indem ich den Würfel da drauf stelle, oder? Schaut das nicht wirklich so aus. Aber... Okay, ich glaube, ich kann nur jetzt nicht von hier da drauf springen, oder? Ah, nee. Shit, ich müsste denn da irgendwie da dazwischen so wedgen, in der Größe aber. Ja, fast. Ja, oder? Hä? Nein, das reicht auch noch nicht, oder? Hä? Aber kann ich... Ich kann durch die Shit! Habe ich mich jetzt hier ernsthaft gesoftlockt? Wann ist der letzte? Okay. Wo ist der? Okay, wie wir hierher gehen. Okay. Naja, okay. Ja, also wir haben das da hinten gesehen. Ich weiß nicht. Moment, hä? Ich brauche den anderen Würfel noch, hä? Warum ist der Speicherpunkt dann da, wenn ich den Würfel doch brauche? Oder, wobei, ich brauche ihn nur für das Secret. Ist das Secret jetzt gespeichert? Das wäre aber ganz interessant. Das habe ich beim ersten Mal aber halt wirklich nicht mitbekommen, dass das quasi zwei so Dinger sind. So. Und so. Und jetzt hoch. Okay, das Secret ist gespeichert worden. Okay, ja, es wird wahrscheinlich auch ohne... Ja, es geht auf jeden Fall ohne zwei Würfel. Ha! Okay. Aber es geht nicht, wenn man schlecht im Plattforming ist. Dann klappt's nicht. Okay. Aber cool, dass wir diese auch hitten. Ich wette, man kann da irgendwie dahinter dann irgendwas machen, womit man da rauskommt, aber ich war zu blöd dazu. Habe ich halt resetten müssen. Aber wir haben es zumindest gesehen. Ja, wir konnten ja irgendwie... Okay, that was unexpected.
Ja, okay, also das ist echt der richtige Weg. Ich dachte, ich habe hier was ganz Komisches gefunden und wollte schauen, ob es da weitergeht. Ach shit, ich hätte das jetzt mitnehmen können. Ich nehme Sachen einfach gern mit. Vielleicht braucht man die ja noch. Ah, okay. Oh, okay, hier Professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Okay, das ist gut. Diet Soda hatten wir in der letzten Folge, Baking Soda hatten wir schon. Random Soda hatten wir noch nicht. Also Random Soda, Mini Soda und fehlt nur noch Water Soda am Ende. Also eine haben wir noch nicht. Vielleicht gibt es ja dann auch ein Achievement. Oh, okay. Jetzt sind die so ein bisschen nicht so schön mehr anzuschauen. Aus einer bestimmten Perspektive schaut der aber sicher noch normal aus, oder? Und wenn er klein ist, können wir diese Perspektive vielleicht einnehmen. Aus der... Nee, vielleicht so... Nee. Aus irgendeiner Perspektive schaut der... So? Nee. Keine Ahnung. Es gibt sicher eine Perspektive... Oh, da ist ein Springer übrigens jetzt drauf. Ist der überall bei der 1? Shit, Dammit. Ist der immer, wo die 1 ist? Nein! Ich will wissen, ob da... Ja, okay, ist... Springer! Ein hier Bauer! Ja, genau, ich bin auch intelligent. Aber die ploppen nicht in Existence, wie die anderen letztes Mal. Vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten, vielleicht nicht. Vielleicht will es mich einfach nur brainfucken. Oh, ein Apfel. Den ich nehmen kann. Achso. Ich habe jetzt nämlich eine andere Taste gehalten. Symbolic Meaning and Brainwaves. Das ist leider alles zu klein, um es wirklich lesen zu können. Ist vielleicht eh besser, sonst verzettel ich mich damit noch mehr. Nice, noch ein Feueralarm. Da oben ist auch ein Feuer... Ne, das ist einer von diesen normalen Dingern. Da ist sicher auch wieder was drin, oder? Nee. Nee, aber da kommen wir hoch. Bringt mir das irgendwas? Ich schaue auf ihn. Okay, Alter. Das Spiel foppt mich ja in ganz neuen Arten und Weisen. Okay. Aber es wird nicht gehen, oder? Oh, ich muss es noch höher ziehen, oder? Aber... Kann ich es? Ich kann es nicht höher oder wegziehen, wenn ich draufstehe. Okay, das hat funktioniert. Ha, da ist was drauf. Das brauchen wir sicher. Huh.
Da ist übrigens Platz unter der Wand. Das könnte auch intentional sein. Okay, ich kann die Bank nicht ausfahren. Okay, ich kann die halt wirklich sehr hoch machen. Ich kann diese Lampen auch nicht runterfahren lassen. Okay, das Teil, nee. Ich kann das Exit-Schild leider nicht nehmen und den Feuerlöscher auch nicht. Wir müssen da auf jeden Fall drauf. Oh, die, mit der kann ich das gar nicht, okay. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Nee, ich dachte, ich kann das jetzt hochschieben. Ich dachte, ich kann... Wenn ich so mache und jetzt das hochziehe, kann ich quasi... das nach oben schieben. Aber das klappt nicht, hä? Ja, da fehlt jetzt irgendwie was. Hier, das Skylight kann ich nicht runterziehen, oder? Nee. Ich verstehe das Rätsel jetzt gerade nicht. Muss ich es normalisieren? Aber es war am Anfang normalisiert. Hä? So. Aber ich kann niemals so weit springen, oder? Nee, never. Okay, ich verstehe noch nicht ganz. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem Skylight zu tun hat. Oder mit der Pipe hier. Wir können... Können wir eher weit und hoch... Okay, also wir haben eine Dingkurve. Das geht noch. Schauen wir nochmal ein bisschen höher. Ne, vielleicht... Ja, okay, das geht noch. Ah, ich glaube, das geht, wenn wir noch diese Millimeter höher kriegen. Ja... Fahren wir auch irgendwas? Oh, da ist irgendwas. Ja, okay, das geht auch. Ja, es ist wirklich so. Da geht's noch einen Millimeter. Wir kommen von da aber nicht da hoch. Dammit. Ja, wir können nur den da unten. Ja!
damn it! Okay, Moment. Hä? Wie habe ich das... Hä, wie habe ich das gerade geschafft? Ich glaube... Alter. Okay, also das ist jetzt hier echt Hardcore Jump and Run. Kann es sein, dass man nur auf der Seite hochkommt? Bilde ich mir gerade so ein bisschen ein. Sprinten konnte man ja nicht, sagte er und lief von dem Block runter. Also gefühlt... Oder ist es mittig immer besser? Oh, okay. Damn it, aber es bringt... Doch, das bringt mir was, oder? Komm jetzt... Muss ich einfach wirklich... Hä? Warum? Ich bin doch gerade auch hier straight hochgekommen. Oder muss ich wirklich ganz hier von der Kante springen? Hä? Ah, vielleicht wegen dem Skylight muss ich weiter hier drüben. Alright. Okay, von hier aus komme ich niemals dort hinten hin. Ah, aber jetzt... Es ist doch nicht hier diese Pipe. Sondern... Hä? Warum kann ich jetzt von hier aus nicht vernünftig? Hä? Alter, what the fuck? Also das Rätsel ist echt komisch. Da hatte ich's doch gerade. Die Hand. Ja. Bisschen weiter unten. Weil ich hier nicht gescheit springen kann. Okay, aber weiter geht hier nicht. Shit. Geht das von hier? Ne, never. Hä? Ich understande das Rätsel nicht. Angenommen, ich mach das mal ganz runter. Ernsthaft? Alles andere war nur Ablenkung. Alter, willst du mich verarschen? Auch das Teil war nur Ablenkung. Also das Einzige war hier oben dieses komische Ding, was ich nicht mal verstanden habe. Diese Kritzelei. Aber das war zumindest was. Aber der Würfel ist zum Beispiel komplett unnötig. Komplett. Weil du kommst da nicht drauf. Weil du nicht so hoch... Du kommst ja nicht so hoch. Hä? Du kannst, glaube ich, so hoch springen? Ne, bisschen tiefer. Ja. Aber... Ne, du kommst nicht ansatzweise so hoch. Das heißt, das ist alles nur Distraction. Das Einzige, was man machen muss, ist den hier. Willst du mich verarschen? Okay, ich muss sagen, das war jetzt nicht gerade mein liebstes Rätsel. Das da hochkommen auf diese mit der Blaupause da auf die Art schon. Das war cool, aber. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Okay, jetzt fallen die Würfel schon auseinander.
Nice. Nächster Feuermelder. Okay. Ha! Alter! Jetzt erschreckt mich der Würfel in der Art und Weise. Das erinnert mich so ein bisschen an Jenga. Okay. Ist das Private? Auch Private? Irgendwann wird man in diese Private Doors rein können. Das sage ich aber gefühlt bei jedem Spiel bei sowas und im Endeffekt ist es dann nie. Die Treppen schauen irgendwie strange aus. Die haben so ganz seltsame Parallax Occlusion Effekte hier drauf. Okay, hier der Würfel ist... Oh! Der Würfel ist ein Gang! Holy shit! Okay, damit... Also... Ich muss echt sagen, mit vielen der Dinge rechne ich nicht. Okay, okay. Holy shit. Okay. Wah! Okay, und die kann ich nicht verwenden, um da hochzukommen. Wetten wir, man kann... Wetten wir, wir hätten gerade einen von den Würfeln. Das will ich jetzt wissen. Jo. Wir können einen von den Würfeln garantiert mitnehmen. Wir können garantiert einen von den Würfeln mitnehmen. Oder sogar mehrere. Wobei, ne, einen. Wir können nur einen mitnehmen. Aber diesen einen können wir sicher mitnehmen. Ich werde den nochmal nicht runterschmeißen, sondern mitnehmen. In der Hand. Und jetzt kommen wir da hoch. Okay, jetzt, aber man spawnt halt genau zu der Wand, okay? Hier ist ein Secret, oder? Ah ja, hier ist wieder sowas. Also offenbar gibt es versteckte Schachfiguren und Blaupausen. Ich habe wahrscheinlich eh einige schon verpasst, weil ich im ersten Part nicht so wirklich auf sowas geachtet habe, sondern erstmal ein bisschen mindblown war. Aber wir haben gelernt, immer mitnehmen, sobald es geht. Okay, so macht man kleiner, genau. Immer mitnehmen, wenn man was mitnehmen kann. You are here. Dream Layers of the Mind. Okay, wir sind Level 3 von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 von 8. Test es. So far. Okay, people only dream of ordinary objects. Boring. Ja, wir dreamen nicht nur von... Feeling lucky. Colicus, Casino and Amusement. Huh! Alter, was ist das für ein Loading Screen? Den haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Oh, und wir sind das... Ne, hier, wir sind schon 5 AM. Okay. Alles klar. Oh, das heißt, hier gibt's wieder diese Soda-Maschine. Oh, und hier ist ein Radio diesmal. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong? Even when the sun is shining. Weiß ich auch nicht. Liegt wahrscheinlich an dir. Okay. Das ist eine seltsame Schachpartie. Mein Onkel hat mir damals ein bisschen Schachspielen beigebracht. Aber gut bin ich nicht. So, letztes. Water Soda. Oh, Errungenschaft Limonaden-Gourmet. Habe ich doch gewusst. Trinke alle Limonaden. Ja gut, trinken ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt wahrscheinlich auch noch, wenn wir alle Soda-Maschinen hinmachen. Oh, shit. Okay, und apropos, wir haben ja gelernt, immer was mitnehmen.
Und wenn es nur so ein Soda-Teil ist, ist er mich hier so ein bisschen... Bisschen ein Horrorspiel. Bisschen sehr ein Horrorspiel. Notice emergency generator this way. Road closed. Detour. Daher hat man sicher auch irgendwas machen können oder kann jetzt machen. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu creepy. Ich nehme heute noch Outer Wilds auf, also da habe ich dann genug davon. Alter. Strobe-Effekte-Warning, bitte. Das war am Anfang von dem Spiel nicht. So. Hier gibt's sicher irgendwo was, was ich übersehe. Oh, Blut! Alter, ist es jetzt wirklich, ein Horrorspiel? Das ist kein Horrorspiel, das ist ein Puzzle. What the fuck, sowas Gruseliges gab's in The Witness nicht. Okay, wir kommen hier nicht durch. Ja, ja, ich gehe einfach weiter und... Oh. Murder, 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 Murder. Beans. Mr. Bean. Und jetzt? Kann aber nicht interagieren. Ho! Oh. Okay. Oh. Okay, wir sind jetzt hier in einem Parallelgang. Wie es auch schaut. Wahrscheinlich hätte ich in den anderen Parallelgang gemusst, so wie ich mich kenne. Aus der Perspektive steht die, die, die. Diet Soda. Ich mag diesen gruseligen Teil jetzt hier nicht. Nee, mag ich nicht. Finde ich nicht gut. Geh weg, gruseliger Teil. Wie gesagt, ich nehme heute noch Outer Wilds auf, also ich brauche das nicht jetzt hier noch. Murder und Beans. Okay, ich kann nicht weiter nach rechts. Ah. Huh. Kann ich das jumpen? Ja! Huh! Ah, okay, hier nicht. Huh. My name is Dr. Glenn Pierce. Kommt jetzt garantiert, oder? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Okay. Also das ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind, oder was? In diesem Traumlabor. Alter. Die Schachfigur. Ich dachte halt gerade wirklich kurz, da steht jemand. Tja, wir können mit denen nicht interagieren. Mir gefällt das hier nicht. Hä, jetzt sind wir wieder hier?
Oder hier waren wir schon, in einem ähnlichen Raum waren wir schon mal. Okay, ich geh einfach mal ins Dunkel. Hier ist Ende. Ah! Alles wird hier mit Licht und Schatten und so weiter gespielt. Bisschen creepy. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Ja, genau. Wir sind responsible. Am Arsch. Können wir die Schrauben hier lockern? Nee. Ja. Hä? Wie hilft uns das jetzt? Okay, wir haben dadurch eine Taschenlampe. Aber hier ist so ein Ding. Shit. Oh, Moment, vielleicht. Wir machen da als Exit. Ach, hier ist zu dunkel. Ah, man kann das sogar da durchgreifen. Okay, aber hier ist einfach nur Wand. Oh, what the fuck? Hier geht's weiter. Alter, wie ist denn das gerade passiert? Hä? Ja, ich hab halt gedacht, hier sind so Kisten, hier ist Ende. Aber hier ist nicht Ende. Holy shit. Alter, hier so ein Kistenlabyrinth jetzt auch noch. In tiefster, rot getränkter Dunkelheit. Okay. So. Dollar Bills. Insert Face Up. Stirbautomat. Kein Dream Soda mehr. Notice Emergency Generator this way. Sehr gut. Und wir folgen weiterhin der Spur des Blutes. Okay, nice. Es klappt also nicht. Bei den Kisten gab es wahrscheinlich auch irgendwo was Verstecktes, aber das ist mir ehrlich gesagt zu creepy, jetzt hier großartig was zu suchen. Okay. Okay, hier kommen wir aber rechts nicht weiter. Hä? Oh, Moment, ich habe eine Idee. Wir machen das einfach riesig und illuminieren dadurch den Raum hier. Bin doch manchmal clever. Wenn sich diese Momente auch so ein bisschen in Grenzen halten. Und holy fuck. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol.
Alter, diese Disses gegen uns. Und holy fuck, hat nur jemand Karotten geschnitten, aber was ist das Blut? Das Blut geht noch weiter. Weiter die Handabdrücke. No dumping under camera surveillance. $2,500 Strafe dafür. Wir können nicht mal rennen, also ich hoffe, es kommt nicht irgendwie doch ein Gegner. Glaube ich aber nicht. Schätze ich mal. Okay. What the fuck? Okay. Okay, es ist alles beleuchtet. Ich weiß nicht, wie weit wir zurückgehen könnten. Wobei, da war gerade so eine komische Schachfigur. Oh, wir können die Schachfigur verfolgen. Das ist sicher ein Bonusteil. Ja, also das ist jetzt garantiert. Komm, das machen wir jetzt auf jeden Fall, soweit es geht. Komm, also das muss jetzt irgendwas Geiles geben. Ist hier alles beleuchtet? Ah, okay, die macht sogar die Türen jetzt für uns auf. Okay. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das auch der intended way. Aber es fühlt sich eher so an, als wäre das jetzt hier irgendein geiler Bonus-Shit. Und ja, bei hier Licht betrachtet ist es bei weitem nicht so gruselig. Ich würde nur gern rennen. In die andere Richtung cutte ich's euch dann. Also entweder ist es richtig geiler Bonus-Content. Ich jump gerade nicht. Okay. Das ist garantiert irgendein geiler Bonus-Shit. Door opening. Hä? Ich glaube, wir haben gerade irgendein Secret Ende gefunden. Wir haben ein Secret Ende gefunden! Wir haben ein Secret Ende gefunden! Das ist ja geil! Okay, die Credits möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht anschauen. Aber holy shit, wir haben ein Secret Ending gefunden! Also ich muss sagen, das ist jetzt schon echt nice. So, ich hoffe, Fortsetzen bringt uns jetzt hier wieder an den Punkt, wo wir gerade waren. Okay, sogar der Loading-Balken ist weird. Okay. Okay, aber das ist schon geil. Wir können es, glaube ich, nochmal triggern, oder? Okay. Also wir haben den Secret Operator der Traumwelt gefunden als Secret Ending. Das ist schon echt nice. Was passiert, wenn wir hier hochgehen? Nix. Wir haben nur eine andere Perspektive. Okay, das ist echt geil. Also ein Secret Ende zu finden, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Weil sowas finde ich im Normalfall von selber selten. Cloud Insert, Projection, Scalping, Portal, Prototype. Okay, ich glaube, wir sind jetzt quasi wieder
Back on the main track. Oh nee, wir sind, glaube ich, schon durch diese Sektion auch durch. Self-doubt, worthlessness. Okay, Avocados need to seed. Need to sleep. Ich dachte, weil Avocado halt, das sind die Samen, need to seed, aber statt need for speed, need to seed, aber eigentlich need to sleep. Okay, Tom Cruiseception. Moment, Tom Cruise war doch hier Need for Speed, oder? Oder war das irgendwie anderes? Ah ja, enjoy Avocados übrigens. Alter, der Ladebalken geht halt auch inzwischen seltsame Wege. Und holy fuck! Oh, man hatte immer anklicken können. Warum habe ich das jetzt heute nicht gemacht? Vielleicht hätte man dadurch auch irgendwas triggern können. Aber okay, es ist 6 Uhr und es sind auf einmal ganz, ganz viele Wecker. Diese Schachpartie ist immer noch seltsam. So, einfach ein paar Mal draufdrücken, kaputt machen. How to start it. Ja, genau, das ist immer noch dasselbe. Schade, dass man das nicht lesen kann. Oh. What the fuck? Ja, kennen wir schon. Ah ja, aber apropos. Immer was dabei haben. Immer was dabei haben. Aber das Secret Ende hat mich gerade echt so ein bisschen... Oh, das war jetzt sogar wirklich die Lösung, dass man die Tür hat mitnehmen müssen. Weil sonst gibt's hier nichts, oder? Und die Tür ist jetzt nicht gerade weit weg, also von daher... Ich glaube, das ist wirklich die Lösung. Weil hier die Sachen sind fest. Alright. 01. Okay. Radiosender? Also immer das Main-Theme des Spiels, aber anders untermalt quasi. Okay. Bleiben wir mal, komm. Geben wir meine Glückszahl, die 3. Wir haben übrigens jetzt in dem Grusel-Level, sag ich mal, keine von denen. Keine von denen hier gefunden. Und irgendwann despawnen die. Aber nicht alle. Also ich frage mich, ob ich oft genug draufklicken könnte. Oh, die duplizieren sich selber. Oh, es gibt sicher irgendwo ein Video, wo einer den ganzen Raum hier voll macht mit dem Zeugs. Weil die fliegen ja auch ein bisschen und du kannst garantiert den ganzen Raum voll machen. Also ich weiß nicht, ob die weiter als hier, aber hier die ganze Ecke kriegst du sicher voll. Oh, okay, jetzt sind wir offenbar in einer Sektion des Spiels, wo wir, wenn wir draufklicken, immer kleinere Kopien passieren. Okay. Oh, ich sehe schon. Nicht mit mir, Tür. Okay, wir können uns theoretisch einen Rückweg schaffen. Okay. Aber cool. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Konzept wieder. Ich
Ich dachte gerade kurz, wirklich, hier ist wirklich mal Exit? Aber natürlich nicht. Und das auch noch ein Würfel, oder? Ah, nicht mal. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Also ich muss sagen, hier als da gerade genau synchron war, wo die gesagt hat, hier nervtötende Objekte, und in dem Moment gehe ich in die Range, wo man den Wecker hört. Also das war wahrscheinlich nicht intentional vom Spiel, aber das war unfassbar gutes Timing. Zum Zurückgeben, Rechtsklick. Oh! Also ich dupliziere die, und wenn ich dann Rechtsklick mache, gehen alle wieder normal. Okay. Da ist eine riesige Wand. Die war gerade noch nicht da, oder? Oh, Moment. Das müssen wir anders aufziehen. Nämlich... So. Und so. Und so. Oh, reicht das schon? Oh ja, es reicht. Kann ich die zurückgeben? Nee. Okay. Aber ein cooles neues Konzept auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel echt von den interessanten Konzepten her auch. Aber wir haben jetzt ein Smiley als Mauszeiger. Ich wette, das ist, weil wir das Secret-Ende gefunden haben. Okay, zum Zurückgeben rechtsklicken. Okay, Mann, aber wie hilft mir das... Wir müssen das hier wegbekommen, offensichtlich. Oder müssen wir es schwer genug machen? Alter, okay, das ist ein großer Apfel. Oh! Oh, wir müssen ihn wegrollen. Nein. Fast. Ja, wir müssen so einen genau hier droppen. Nice. Und zurückgehen. Errungenschaft, der Sohn des Mannes. Ein Apfel als Kopf. Ach, weil ich so einen gigantischen Apfel vielleicht gemacht habe. Oder weil ich einen auf dem Kopf bekommen habe. Wie Newton. Okay. Okay. Oh, Moment. Oh, Moment, jetzt kann ich die aber nicht mehr bewegen. Jetzt kann ich die nur noch rollen lassen. Das ist doch sicher mein Tod, oder? Ich werde es trotzdem ausprobieren. Okay, ja. Also, mein Tod, unter Anführungszeichen. Wir träumen ja. Employees, hier Dings. Kann ich hier die Türen machen? Das kann ich wieder duplizieren, ja. Gar nicht so laut, muss ich sagen. Ist ein bisschen nervtötend. Okay, also wir müssen hier oben einen Apfel hinbekommen. Oh, ich sehe es. Ich sehe. Ich,
Ich sehe, wo das hinausläuft. Tryen wir es. Nein! Oh, shit. Oh, und jetzt müssen wir mit der richtigen Größe hier... Achso, nee. Aber wenn sie so klein sind, sollten sie doch nicht weggeweht werden, oder? Doch. Werden trotzdem sofort weggeweht. Hm. Okay, dann verstehe ich das Rätsel doch noch nicht. Dann kommen wir theoretisch hier hinter dem Ding, aber was bringt denn das? Was bringt das, wenn wir hier hinter sind? Also hier hinter werden die, glaube ich, nicht weggemacht. Außerdem werden die irgendwann sehr klein. Kann ich schnell genug klicken, dass die schnell genug formen. Hm. Ja, das macht den Ventilator auch nicht aus, wenn ich mich hier drauf stelle. Weil sonst würde ich, glaube ich, einfach... Wobei... Ich kann das nicht ausmachen. Ich kann das nicht verschieben. Hm. Oh, ich habe eine Idee, aber ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber die werden erst ab hier weggemacht, oder? Ja. Die großen Äpfel, die wirklichen Buller. Oh doch, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und diese Idee wird wahrscheinlich nicht so performancefreundlich sein. Nämlich, ich muss wahrscheinlich einfach Äpfel machen, die groß genug sind, dass sie nicht gleich weggefickt werden. Und das in so hoher Anzahl. Zum Beispiel so einer. Wenn ich da jetzt schaffen könnte, dass der nicht in die falsche Richtung rollt, sondern eher so darüber, darüber. Roll darüber. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ja. Er rollt mal in die richtige Richtung. Sehr gut. Ich hoffe, dass das überhaupt ansatzweise richtig ist. Keine Ahnung. Errungenschaft, warum bist du so? Klone einen Gegenstand viel zu oft. Oh, jetzt werden die Meter. Okay, ich glaube, das ist nicht das Rätsellösung. Und hier ist auch wieder... Hier ist auch wieder so ein Teil, also man muss hier hochkommen irgendwie. Ich verstehe das Rätsel noch nicht, muss ich sagen.
Und da wir auch jetzt hier schon die Stunde um haben, ist das... Muss ich immer nur den größten klonen. Aber auch die ziemlich großen. Sache ist halt, die Äpfel kommen da nicht wieder raus, sondern die werden halt direkt deleted. Okay, also ich verstehe das Rätsel noch nicht. Ich hoffe, ich werde es beim nächsten Mal vielleicht vor der Aufnahme oder was noch rausbekommen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Part 2. Schönen Adventssonntag noch. Das wird jetzt auch nicht irgendwie die Lösung sein. Na, die klippen auch durch den Boden. Sonst hätte ich mal gedacht, muss ich hier gut timen, wann ich die zurückhole und dann beim Zurückholen klonen oder was, aber ne. I don't know. Ich würde sagen, wir kriegen es beim nächsten Mal raus. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Superliminal Part 2. Schönen Adventssonntag noch, schönen Advent noch und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin sage ich tschüss, Leute.